Ah, ich hätte aber wirklich gern mal ein Tierchen irgendwie, mit dem man mal ein bisschen schneller unterwegs sein kann. Oh, was ist Damit das ich denn hier für ein noch Busch? schneller verläufst. Ja. Ein fliegender Busch. Schön, ein grüner Airdrop. Ah, vielleicht probiere ich es wirklich mal mit einem Para. Also Und wir haben nur noch hier eine ist noch Bohne. einer. Okay, Level? Bei Hoffentlich nicht so hoch. Level 12. Das geht eigentlich. Er Jetzt steckt auch haben fest. wir die Bola gelernt. So, warte mal, da oben. Und hier ist noch einer. Level 16. Und sogar Female. Cool. Ja, ich komme gleich mal rum. Wir haben ja Ich 5 probiere es mal Narcotics aus. oder Jawohl. Ja, ich nehme auch noch ein paar Narcoberries mit. Da haben wir auch noch wie 50 oder 40. Ja, Also, 50. ich bin da, wo du eben warst, ne? Einfach hinten durch Okay. diesen Felsspalt durch, genau durch die Mitte, und dann Ja. rennt der hier schon rum. Boah, ich hab so Schiss, wenn irgendwas kommen soll. Ich habe keine Waffe mit. Warum hast du keine Waffe mit? Weil die eine kaputt sind. Chiros Waffen halten leider nicht so. Weißt, wenn du die craftest, sind die besser, ja? Wo muss der Airdrop? Die Leuchte ist doch irgendwo. Da hinten. Oh, ich muss erstmal noch ausladen. Was habe ich denn hier schon wieder mit? Was, die Bären so schwer? Nee. Holz ist so schwer. Hier rennt Dodos rum, da muss sicher sein. Eigentlich schon, ja. Grünes Rezept für Handschuhe, Lederhandschuhe Oh, und eine das ist aber komplette geil. Lederrüstung. Das kann man nehmen. Oh, gleich mal anziehen. Ich besorge mir noch ein bisschen Stein für die, die betäuben können. Na. Welchen Level man den Schildkrötensattel machen kann, damit Annie sich nicht so schnell verläuft. Ach, jetzt hier, ne? Was soll denn der schon wieder? Ich würde mich nie schnell verlaufen. Oh ja, nicht genug Ausdauer. Jetzt hatte ich gerade spontan ein bisschen Pipi in der Hose, weil ich dachte, da kommt irgendwas angerannt, das mich töten will. Was war nur ein Pteranodon? Ja, aber manchmal wirft er auch so einen brutalen Schatten. So, ich fange mal an. Ja, ich muss dich erstmal wieder finden. Warte mal, hier ist. Nee. Also ich bin durchgelaufen, wahrscheinlich bin ich doch schon wieder zu weit, oder? Nee, es war sogar ein Stück weiter hinten, Ja, oder? ich bin relativ weit hinten, ja. Ja. Warte mal, Boah, hier sieht das sind auf jeden geil Fall aus gerade. Dodos hier den Weg ebnen. Rennst du wieder rechts am Wasser lang? Nee, ich renne direkt durch die Mitte gerade. Okay. Also ich bin quasi kurz hinter diesen Ruinen. Ach so, nee, dann bin ich wirklich schon zu weit. Bin ein ganzes Stück schon dran vorbei. Dann renne ich mal zurück. Dahinter ist nämlich. Also was heißt kurz dahinter, ne? Sind die da Ja. überhaupt? Verdammt. Na, ich bin da durch die Mitte, da sind ja die Ruinen eigentlich immer. Da ist ja dieser Für kleine See zwischen Dodos. den Felsen. Ja. See zwischen den Felsen? Moment. Hier ist so ein Mini-See hinten. Bei diesen komischen Felsen. Ich renne mal kurz rechts am Ufer lang. Genau, Wenn ich ich stelle denn mich da mal Ausdauer hin. hätte. Oh, ich muss kurz meine Ausdauer regenerieren. Und was essen, wie ich gerade sehe? Was macht ihr jetzt gerade? Wir wollen die Para Parazemen. zähmen. Ah, okay. Nichts zu essen mehr, verdammt. Ja, ich habe jetzt auch mein letztes Fischfleisch gegessen. Selber nichts zu fressen und direkt ein Tier zähmen, ey. Klar. Da geht schon irgendwie. So, warte mal. Also ich renne jetzt wirklich erstmal nochmal zurück zu den Ruinen und von dort stelle ich mich dann rechts irgendwo hin. Wie, jetzt ist es kalt hier? Hey, jetzt sehe ich Mario schon. Nee, da bin ich jetzt ja wieder bei unserer Base. Na, das ist ja klasse. Also ich Sonst bin finde ich den Weg schon nie. relativ weit hinten. Ich renne einfach nochmal Hinter los. diesen hohen Felsen direkt. Warte mal. Dann war ich wahrscheinlich doch schon da. Hab Also ich bleibe den. auf jeden Fall ganz. Genau. Ach nee, ganz rechts bleibe ich jetzt noch nicht, aber ich bin jetzt erstmal gleich durch die Jo, Nick, gute Ruinen. Nacht, schlaf gut. Ich hab den Para noch im Blick. Gut, ciao, Nick. So. Wir haben eindeutig zu wenig Lagerplatz. Ich habe jetzt, wo soll ich meine Stoffklamotten Haben wir hinpacken? eindeutig. Warum ist denn das so kalt hier? Scheiße, Ja. ey, es ist so kalt. Also jetzt bin ich beim
ganz hohen Felsen und spring mal kurz nach rechts. Mal gucken. Beim ganz hohen Felsen bist du? Warte, oh Gott, jetzt bin ich aber gerade sehr ungünstig gestürzt und habe Schmerzen und es ist kalt. Ich muss meine Fackel in die Hand nehmen. Ich hoffe, es hilft. Ja. Warte mal, ich laufe mal noch weiter. Also du bist am Ufer jetzt, ne? Ich bin jetzt direkt am Ufer, ganz rechts. Arm nicht sehen. Mit Fackel in der Hand. Ich laufe mal noch weiter. Oh, ist auch noch ein Beet. Es kommt mir so vor, als ob ich zu weit weg bin. Oder es ist tatsächlich so, dass du so schnell da warst und ich nicht. Nein, also ich bin, wenn du sogar, wenn du einmal komplett rumrennst. Dann müsste ich dich ja wirklich irgendwann finden. Würde ich dich sehen. So. Da bist du, ja. Du siehst mich? Ja. Cool. Ich bin auf jeden Fall gerade am Verhungern. Ach da. Ja, das ist klar. Hier links abbiegen und dann. Ja, ich muss nur kurz. Ah ja. Okay, ich muss kurz schauen, ob ich noch was zu essen. Boah, die Bären waren eigentlich nicht für mich. Scheiße. Aber rohes Fleisch habe ich noch. Habe ich auch gerade gegessen. So, da ist er, glaube ich. Trotzdem mal im Box, um so eine Fischfalle zu lernen oder gerne mal fallen, aber. Wenn da Viehzeug rumrennen muss, dann weiß ich nicht. Könnte aber auch viele Probleme lösen, ne? Ja. Soll ich einen Bolan vielleicht? Ach so, ja. Das kann ich ja vorher mal machen. Ey. So, gebolert. Und ich muss auf jeden Fall gleich ans Wasser. Na, oder mal der Keule drauf. Stimmt, jetzt kann ich ja nebenher raufhauen, ja. Das klingt auch immer fies, ey. So, das reicht noch nicht. Mach mal, der Keule so wenig Schaden. Kostet aber auch. Naja, damit der halt nur betäubt ist. Oh, jetzt. Oh, jetzt, okay. Kostet aber gleich 10 Punkte, ne, die Falle. Ich habe jetzt mal einfach alles Mögliche reingeworfen. Ich muss mal kurz zum Wasser. Ich muss was trinken. Vor allem lustigerweise, die Fischfalle, die sieht so aus wie so eine Bärenfalle. Echt? Mhm. Ja, okay, dann wird da wahrscheinlich wirklich ein Fisch drin hängen. Bin auch am Verhungern. Scheiße. Dann können wir ja kurz sein. Oh fuck, ja, kannst du mal kurz Bären rausholen und mir entgegenkommen? Ich glaube, sonst krepiere ich. Mal wieder. Oh je, das war zu knapp. Mal einfach die Hälfte davon. Ja. Dankeschön. Das ist super. Ziehen wir mal kurz weg hier. Welches Level hast du gerade hier rum? 16. Ja. Achso, ich. Ja. Ich wollte gerade fragen, hilf, was? Ah, okay, wie lange brauchst du noch bis zum Level Up? Dass wir mal die Large Storage Boxen lernen. Ein bisschen mehr als die Hälfte noch. Okay, so, ich muss nur mal ein bisschen Lebenspunkte regenerieren, weil dann kann ich auch wieder rohes Fleisch essen. Das ist nur mal so eine schlechte Idee, wenn man das. Was? Achso, das ist der andere Para. Oh, ja. Das dachte ich gerade. Ja, das wär's. So, und dann flitzen wir mal hier zurück, quasi. Oh, das reicht auch noch nicht. Was denn? Naja, mit dem Essen hier. Damit ich mal irgendwie meine Lebenspunkte ein bisschen regeneriere. Also viel verbraucht. Die ganze das Zeit. Ist Wahnsinn. Ich lege mich mal hin, vielleicht bringt das was. Einfach umliegen. Ich glaube nicht. Nichts machen. Und dem Para zugucken, wie er hier betäubt abhängt. Ja, gebrochene Knochen, wo immer das Gleiche. Springt er denn gerade rum? Ganz wirklich hinten, sehr, sehr weit hinten. Bei den 7 Zwergen. Aber guck mal, hier ist dieser See drin. Da hatte ich nämlich auch überlegt, als wir noch auf The Island waren, irgendwie so einen Mini-Hafen reinzubauen. Das ist natürlich geil, ja. Den kannte ich jetzt noch nicht, deswegen wusste ich nicht, was du meinst vorhin. Da links kam man eigentlich raus. Aber auch wahrscheinlich nur mit Delfinen oder sowas. Flipper. Wäre total sicher gewesen, ne? Ah, cool, ja. Auf jeden Fall schön dort. Kann man sich ja mal merken. Ich bin am See. Wo seid ihr? Na, weiter rüber. Auf die andere Seite. Am See? Ach, da bist du. Also, da schwimmt er schon. Oh, das ist ja cool hier unten. Ja, ne? Wo denn? Ach, da.
Hier hatte Rexatik dann auch mal ein bisschen was reingebaut. Das war ziemlich geil. Eine Brücke rübergezogen und so. Ich glaube, ich sauf gleich ab. Solltest du vielleicht nicht Hilfe. So tun. Wie langsam Hilfe. Bist du denn? Warte. Ich glaube, ich spiele hier ein echt gefährliches Spiel mit dem Fleisch. Hat nicht ich schaff's noch, ich schaff's noch. Ja, stehen bleiben. Also warum? Ich hab jetzt volles Essen. Ich muss jetzt nur warten, dass also meine Lebenspunkte regenerieren. Ja, hier, wird er nicht verhungert. Na, Hiro, nimm du es. Extra hergekommen, damit ich euch Essen bringe und dann wollt das nicht, ey. Naja, Hiro wollte es. Ja. So bin ich zu euch, ja? Das Einzige, was ich hier bekomme, ist Undank. Ja, so ist es halt, weil du hast viel zu lange gebraucht, da gibt's nichts. Nächstes Mal lass ich einfach verrecken, ey. Kannst deine Leiche selber suchen. Ja. Also ich hab da gesagt. Ich nicht. Ich wollte ja nix. Von dem ein Bild, was man gebrauchen kann? Nee, ne? Also komisch. Doch jetzt. Nein. Ich muss warten, bis er wieder isst. Ja, es dauert nicht so lange, glaube ich. Der futtert ja recht viel. So, gleich nochmal hier so ein lecker Gammelfutter. Narco Berry füllt ungefähr, warte, ich muss nochmal testen, wie das genau auffüllt. Ich glaube 15 oder so. Weiß ich gar nicht. Also ob wir offline spielen? Nein, das ist alles online auf einem privaten Server. Ich würde gerne irgendwie was von den neuen Sachen lernen, aber ich habe halt keine Punkte übrig irgendwie. 24 Punkte, das reicht ja hinten und vorne nicht für überhaupt irgendwas. Na, ein bisschen Level noch. Hier vorne auch ein Para. Was hat der denn für ein Level? Kann mal gucken. Hat sich der Dino angespuckt? Ja, hat er davon. Kaputt ist er, liegt da im Dreck. Hallo Para, was ist Level? Liegt da im Dreck. 72, komm, den nehmen wir mit. Der hat ein schönes Rot. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist er blutig. Jetzt hat er noch mehr Rot. So, isst doch mal was, Para. Aber ich kann ihm ja auch einfach mal hier ein paar Narco-Berries reindrücken. Ah, sehr gut. Das kann das Ganze ja beschleunigen. Der Fotograf hat seine Fotos, dankeschön. Sehr schön, bitteschön. Mann, hat der eine blutige Schnute, ey. Guck dir das mal an, guck dir mal in den Mund. Das sieht sind aus. Das sind Metro Berries. Naja, hat wahrscheinlich. Hat ein bisschen was von Jar Jar Binks. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch jedes Mal. Na, der Para hatte ordentlich Leder, 28 Leder. Hat sich schon mal gelohnt. Ich auch gerade, 20 von einem. Cool. Nicht gut. Sein Freund, der hier festigen. Sein Freund, der Baum. Ich überlege gerade, baue ich ein Lagerfeuer hier hin? Ich meine, wir hängen ja hier noch ein bisschen rum. Der hat ja schon über ein Drittel, also. Meinst du, lohnt sich nicht? Ich habe ein bisschen Fleisch, wenn du was baust. Achso, naja, ich nehme mein Gammelfleisch hier. Gammel vor allen Dingen, mein gutes, ungebratenes Fleisch. Ah, wir haben jetzt schon wieder 171 Leder. Da geht aber doch kein Platz mehr im Schrank hier. Oh, hier ist ein Try. Oder der Kiste. Level 16. Und hier ist noch der Level Para. What? 16 und noch der Para Level 12. So, die brauchen ein bisschen Gewicht hier. Gute Dodoline. Die muss ja hier ordentlich Kacke tragen. So, ich habe den zweiten Para noch angehauen, dass wir wenigstens noch einen zweiten haben. Gute Nacht, Bajota. Schlaf gut. Ja, Nachti. Schönes Wochenende noch. Seht mir, den Stein fehlt mir hier. Jetzt steht der Trike direkt hier beim Para. Gute Nacht, Kia. Der Wecker geht um 6.30 Uhr. Das ist bitter. Gute Nacht, Kia. Schlaf gut. Erhol dich gut. Und danke für die Moderation. Jo, danke. Ey, nein, jetzt haut der Para ab. Para! Bleib stehen. Keine Bolas mehr. So, na, gerade noch so gekriegt. Die Bola, die hat sich dann gelöst. Hast du nicht irgendwie Sparkporter verteilt vorhin, Hiro? Nee, verteilt noch nicht. Das ist noch in den Dingen drin. Also ein bisschen verteilt, ja, aber... So, ich klau mal hier ein paar... Nur dem ganz vorne, glaube ich. Hatte ich ja noch an der Ecke eingebaut. Da ist, glaube ich, nichts drin.
Boah, ich hab schon wieder Hunger hier. Aber es liegt ja auch nur daran, dass rohes Fleisch nicht so lange satt macht. Ich hab da gebratenes Fleisch vorbeigebracht. Ja, aber das ist ja okay. Hiro braucht ja auch was zu futtern. Ja, ich habe 10 Stück vorbeigebracht. Naja, dann nehme ich 3, weil ich habe mir jetzt schon das andere Fleisch die ganze Zeit genommen. Hast du nur bei einem Spike-Ding ein Torchen gebaut? Bei einem? Nee, Spikes war ja erst später da. Torches habe ich ja vorher gebaut. Ja, aber da ist ja nur einer. Ja, und gegenüber, nee, ich habe irgendwie 3 oder 4 Stück aufgestellt. Echt? An den Wänden noch, in der Mitte da irgendwo. Links und rechts. Neben den Kisten zum Beispiel ist noch eine, glaube ich, und dann gegenüber noch. Kann man ja noch erweitern. Oh Mann, ich darf nicht rennen, ey. Der Hunger. Ich habe dann noch so einen anderen Para betäubt. Was denn noch, ey? Knapp. Ja. Es wird ein bisschen knapp halt hier irgendwie den durchzubringen, weil wir einfach so wenig Narco-Berries haben und so wenig normale Beeren. Aber kann es sein, dass der Leuchtradius der Fackeln und sowas hier erhöht ist beim Primitive Plus? Normalerweise war das immer richtig dunkel und jetzt finde ich es auch recht angenehm hell in der Base. Gefällt mir sehr gut. Kann ja sein. Ich mag das ja ohnehin, wenn das ein bisschen natürlich aussieht mit so Fackelschein und so. Wo ist denn der Para hin? Hier vorne, aber an den Spikes sind keine Torches. Schade. Hä? Von hier gekommen, glaube ich. Scheiße. Ah, Moment, ein Dilo. Ich hoffe einfach, der ist noch ein bisschen betäubt. Ach man, blöder Dilo. Dilo Level 64, ich sehe überhaupt gar nichts. Ja, wir haben tatsächlich nur für Primitive Plus neu gestartet, wobei Valhalla das Projekt ja selber weitergeht, also da ändert sich ja nichts dran. Oh fuck. Und das Primitive Plus Projekt ist ja nebenher, sozusagen. Wir hatten mal Bock auf den Mod, auf die Total Conversion mit Primitive Plus. Wollten uns das mal anschauen und haben wir gedacht, okay, machen gleich einen Stream draußen, einen Start-Stream sozusagen, Auftakt zum Projekt und dann gucken wir, was wir so demnächst schaffen oder auch nicht schaffen, je nachdem. Also ich habe den Para direkt am Ufer betäubt eigentlich. Ich finde den gerade gar nicht auch gerade schon. Ich meine, du wärst weiter nach hinten noch gewesen, oder? Ja, so bin ich auch, aber irgendwie, ich bin jetzt schon am Ufer lang gelatscht. Doch, nicht mehr auf, da war ein Trike in der Nähe. Ach, hier ist er. Ich hab ihn. Hast ihn? Okay, wie geht's dem? Ist noch okay? Ist noch gut betäubt, ja. Okay. Ich glaube, wir schaffen das auch locker mit den Sachen, weil wir haben auch nicht mal die Narcotics verschwendet. Okay. Und die bringen ja richtig viel, also. Ich brauche so viel für ein, ich muss ganz kurz AFK. Oh, da ist ein mal zu trinken Biber. Ja, mach mal. Ich brauche auf jeden Fall schon wieder was zu essen, ey. Scheiße. Bring dem auch mal was. Ja. Ich muss jetzt leider hier ein paar Beeren essen. Oh, fuck man, hier ist aber auch nichts, was man essen kann. Ich kann jetzt hier nicht in Lystro umbringen. Oh, das ist ein Fisch. Also kannst hier zum Beispiel die Azur-Berries kannst du ja komplett essen. Ja, das kann ich dann machen. Majors müssten eigentlich reichen. Also der ist ja sowieso fast fertig jetzt. Okay. Huch, ein Kompi. Will dieser blöde Kompi jetzt hier an mein Essen oder was? Oh. Drop all items hätte ich fast gemacht. Sehr schön. Ey, Kompi. Lass dich auseinandernehmen. Und zur Not 2 Narcotics noch drin, aber das müsste. Das passen, meinst du? Ja. Renn ich mal zu dem anderen. So, mein Fisch hängt hier noch rum. Warum kriege ich denn den blöden Kompi nicht auseinandergebaut? Das hat er eben wahr, auch mit einem Dodo, weil er so komisch hing. Ja, du musst ein bisschen zurück aufeinander auf dem Kombi rumtun, dann geht das einigermaßen. Ich will auch nur ein Stück Fleisch haben. Jetzt hast du. Oh, jetzt ja. Aber auch nicht alles. Nur 2. Ach, doofer Kombi. Ich lauf langsam. Schwimmt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Also ja, neue Welt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber also es ist die Island, davon abgesehen. Aber es ist ja jetzt hier Primitive Plus. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Im Prinzip als Parallelprojekt zu Valhalla. Dadurch, dass wir die Total Conversion noch nicht kennen, haben wir noch einiges zu lernen oder richtig viel zu lernen. Und es gibt ja nochmal so ein richtig neues Spielgefühl für ARK, gerade wenn man halt schon länger dabei ist. Also ich habe ja auch schon fast 1500 Spielstunden. Schon eine Menge. Da möchte man auch mal was Neues sehen, quasi. Und das ist jetzt die optimale Gelegenheit, hier was auszuprobieren.
ganz vielen neuen Sachen. Da kommen sie angerannt. Mhm. Dann müssen wir einfach mal einen flinken Schuh machen. Falls der Sarko hier wirklich noch rumrennt. Vielleicht hat er auch gegen die Schildkröte verkackt. Das kann ja auch sein. Wäre ja ganz geil eigentlich. Der ist ja eigentlich total friedlich rumgerannt. Total friedlich. Das war ein vegetarischer Sarko. Sag ich dir. Ja. Ich glaube, der liegt tot in unserer Base. Kann das sein? Was ist denn das da vorne? Was? Ja, vielleicht ist er auch selber reingerannt. Das kann natürlich sein. Ja, der liegt da. Ja, dann. Hat er gut gemacht. Feiner Junge. Ganz braver Kerl. Toll. Anja hat mich hier unter Wasser gedrückt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Du wirst wohl nicht dran sterben. Ja, dann kannst du mal bitte ne, ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen. Ich rette dich hier am laufenden Band. Ich schenke dir einen Pinsel und das ist der Dank, oder was? Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Jetzt überleb selber. Ach, geh doch weg, hier, du Scheiße. Du bist ja hier schön so reingerannt, ne? Also, das ist natürlich kacke. Das war doch optimal, dass hier, ne? Ja. Dass wir das gebaut haben. So, die Paras sind jetzt am Start. Ach, das sieht alles immer so lustig aus. Und die Fackeln aus. Mario bei der Arbeit. Ja. Einer muss ja, ne? Ey, ich war todesmutig am grünen Airdrop, ja. Ja, oh, du hast ja jetzt schon die Lederkluft an, das ist ja geil. Ja. Aber hast du auch verdient. Das muss man ja mal sagen. Voll okay. Ein Rezept für grüne Handschuhe habe ich mitgebracht. Ja, das ist geil. Oh, Fackeln aus überall. Ja, im Haus steht übrigens ein Schrank, den könnt ihr euch mal angucken, der sieht cool aus. Ah. Ach geil, da hat trotzdem so viel Platz. Das ist ja geil. Oh, cool, ja. Da ist auch der Kochtopf drinne. Könnt ihr da irgendwo hinbauen. Ja, ich mach. Für Farben zum Beispiel. Aber da reinstellen kann man den nicht, oder? Den Kochtopf? Ach so, nee, das ist ja dieses Drei-Stangen-Ding, ne? Ja, das ist zu groß dafür, leider. Oh, Kammelfleisch. Aber wir haben keine Narco-Berries mehr, oder? Du kannst den Kochtopf auch draußen stellen, dass wir drin einfach ein bisschen Platz haben. Ja, ist vielleicht draußen besser. Mal gucken, hat und einer von euch noch Narco-Berries? Ich glaube, ich habe Ewigkeiten keine Narco-Babys mehr gesammelt. Ich habe aber Medium-Kacke mitgebracht. Da habe ich auch richtig viel von den Paras hier. Da tauschen wir mal aus hier hinten. Und einmal Large sogar. Hm. Cool, können wir gleich mal hinten reinhauen. So, erst Medium, der schneller kaputt. So, ich fülle mal kurz die beiden Wasserflaschen hier auf. Nochmal zweimal Kacke, sehr schön. Cool. Ich habe mich noch nie so über Kacke gefreut. Unglaublich. Ja, gute Nacht, eine Nix. Wahre Bis Freude. Zum nächsten Mal. Ich sortiere hier schon die Kacke. Gibt's doch. Na, die Human-Dinger kannst du rausmachen. Die bringen nicht viel. Okay. Wenn wir dafür Medium-Kacke reinhauen können. Weil Large muss eigentlich nach hinten. Das hält ja am längsten. Ja, aber ist egal, das geht eh so schnell weg. Wenn du mal guckst, sind ja gerade mal 63.000 Dünger. Ist nicht viel. Hatten wir nicht irgendwas Charcoal? Weggehauen. Ach, scheiße, wenn die Obwohl, im Lagerfeuer muss noch was drin sein jetzt. Da ist doch vorne was durch. Und 33. Ja, dann nehme ich die mal. Ja. Ja, langsam läuft es auch hier an bei uns. Aber total. Völlig entspannt. Läuft. Essen am Raum, bisschen am Start. Scheiße, ich habe viel zu wenig gejagt. Narkotics habe ich auch erbeutet, ganze 7 Stück. Juhu. Und 280 Leder haben wir jetzt schon. Haben oder nicht haben? Ach komm, dann nehmen wir halt Rot hier mit. Hast nicht Bock, Lederrüstung zu machen? Ich? Nee, ich hab... Oder hast du die nur gefunden? Ich habe nur die gefunden. Ach so. Ja, ich lerne die dann, wenn es soweit ist. Es sei denn, ja gut, ihr seid ja dann beide wahrscheinlich deutlich vor mir fertig. Na, ich habe eh keine Punkte Level. Dafür, also von daher. Nee. Ach, Sparkboard kann ich immer lernen. Jo, es gibt auf jeden Fall hier so viele Rezepte, die man lernen muss. Ey, Wahnsinn. Also Schrank brauchen wir nicht lernen. Das Rezept hab ich in die Box gepackt draußen. Ja. Sehr gut. Aber Pfeil und Bogen könntest du vielleicht dann irgendwie lernen, wenn du soweit bist, Jo. Und irgendwas war noch vorhin. Was war denn noch? Der 15 geht, ist das auch erst, oder? Ja, ja. Wasserleitung könnte man auch machen, ne? Wobei wir die aktuell ja nicht brauchen, ne? Ja, klar. Also noch nicht.
Kannst dich natürlich auch an den Fallen austoben oder so, falls du da irgendwie Bock drauf hast. Ja, ich müsste halt einfach mal ein halbes Level noch steigen. Dann könnte ich ja mal wieder einiges machen. Was kannst du denn bauen? Kannst du irgendwas bauen? Irgendwas craften, wo wir Rohstoffe für haben oder die schnell so zu holen sind? Spikes braucht Leder, ist kacke. Theoretisch die Pitchforks. Die kosten ja nur Holz. Aber ich weiß nicht, wie viel die bringen. Dann warte mal. Irgendwie, test doch mal. Gute Nacht, Klaus. Schlaf gut. Ja, Nacht, wie Klaus. So, viel Spaß morgen beim Aufstehen um 6. Ich bin jetzt hier schon fertig angezogen. Anni hat schon Farbe. Ja. Oh mein Gott, ich werde es bereuen mit dem Pinsel. Ach Quatsch. Vielen Dank dafür. Das bringt 0,6. Das ist nicht viel. Wie viel brauchst du denn? Und wie viel Holz brauchst du? 15 Holz. Boah. Ist ja schon ein bisschen hart. Eigentlich geht das aber. Ja, 150 Holz für 6 XP. Renn ich nackt zu einem Biberdamm, crafte schnell und sterbe. Das ist eine. Wie viel XP brauchst du denn noch für Level Up? 50. Also brauchen wir. 67. Also brauchen wir 1500 Holz. Echt? Oh Gott. Ja. Oh Mann, ey, ich bin immer noch Level 12 hier. Das ist natürlich. Ja. Ich sammle mal noch ein bisschen Holz. Ja. Könnte Kisten bauen, ohne Ende. Was? Nee. Oder ich könnte noch ein Bett bauen, das bringt doch relativ viel, oder? Ich weiß es nicht, aber das kostet auch wieder Leder. Wobei Leder jetzt auch. Ach, ist egal. Boah, einfach. Ja, aber ein drittes Bett ist ja jetzt nicht so falsch eigentlich. Nee, also ich würde mich freuen. Habe ich ein eigenes. Nein, ach komm, wir machen das einfach mal. Was denn? So. Stürzigkeit. Das geht doch. Haben wir immer noch 240. Das ist nicht viel. Ja, wir legen wieder ein bisschen was um, was sich einfach irgendwo verläuft zwischen mehreren Bäumen. Ich habe doch sogar so viel dabei gehabt. Ich habe doch eben. Na Mensch, willkommen zurück, Clemens. Ne? Warst du mal lange telefonieren? Bett da. Muss mein Kaltgetränk öffnen, bevor es warm wird. Nochmal. Mann, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Truhen hier draußen. Oder sollen jetzt die Sachen woanders hin? Welche Sachen? Naja, so Farming-Zeug. Bau doch. Hero, bau. Ach nee, doch, du kannst Schränke bauen, Hero. Also, richtige Schränke. Rezept. Ja. Da brauchst du ja nicht mal Level 15 für, dann kriegst du XP. Ist gar nicht so wenig, glaube ich. Hat noch irgendwer Fiber? Ja, ich habe noch 95. Müssen wir wieder was sammeln. Ich muss mal nebenher mein Brötchen essen. Dein Brötchen. Mein Brötchen. Ein Blötchen. Mit lecker Butter und Kräutersalz. Oh, jetzt so ein halbes Schwein auf Toast. Level up hinkrieg. Nur zwei bauen. Fiber ist rar. Dann müssen wir wohl den Fiber sammeln gehen. Ah. Aber ich schaff's. Ich hab's jetzt. Oh, cool. Nehmen wir es erst am Anfang. Es geht ja noch weiter, Hero. Ja, aber ich kann wenigstens mich schon mal spezialisieren hier. Oh, sehr schön. Die Dinger. Große oder Medium Kackerhaufen. Und ich habe sogar noch Leder über, richtig viel. Da haben wir sogar Plus gemacht. Wir haben jetzt 300. Was, 300 Leder? 300 Leder, ja. Oh, sehr schön. So, 42 Punkte habe ich. Bogen wäre geil, ne? Bogen wäre geil, ja. Da brauche ich die Slingshot aber für. Die hat Anni gemacht. Achso, na gut, dann kannst du noch bauen. Ja, warten. Die muss ich noch bauen. Dann kannst du, Anni hat ja eh noch die Rüstung gelernt, glaube ich. Dann kannst du auch die Waffen lernen. Ich habe was gelernt? Hast du nicht Rüstung gelernt? Welche? Na, Stoff. Ja, die habe ich gelernt. Ja, siehst du. Oh, was ist denn mit meiner Maus los? Das ist doch der Anfang. Die macht einfach Doppelklicks hier. Makro an. Verdammt. Ja, dann gute Nacht, Didi. Gute Nacht, Didi. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, dann mach doch, weiß ich nicht, was haben wir denn noch offen? Fallen zum Beispiel.
Die sind weiter unten, ne? Ach, die kann ich ja noch alle gar nicht. 25? Nee, ein paar sind Level 15. Such mal nach Trap. Also. Ach, da unten, ja. Spät. So, was fehlt mir denn hier noch für die? Ach, Holz. Ach, da brauchen wir auch noch Köder, was soll das sein? Mhm. Sloped Lumber Roof. Ich würde Wooden Foundation und Wooden Wall brauche ich dafür. Ja, geil. Für den Köder? Nee, für die Fischfalle. Die Wooden Foundation? Ja, und Wooden Wall. Oh, das ist ein Quark. Stone Hunting Knife. Das wäre Verschwendung eigentlich, wenn du das lernst, weil ich habe das schon gelernt. Hm. Also, später ist ja. Egal, aber gerade am Anfang ist es natürlich ein bisschen doof, ne? Aber das Stone Hunting Knife würde sich voll lohnen, weil da kriegen wir extra. Ja, aber hatte, ich weiß nicht, Didi hatte das, glaube ich, vorhin geschrieben, das lohnt sich nicht. Das geht voll langsam und man kriegt da nicht mehr raus. Okay. Big Campfire, boah, sieht geil aus. Scheiße. Fish Trap, ja, da brauchst du echt die Wooden Foundation und Wooden Wall. Was ist denn das für eine Logik, ey? Und auch für die. Aber das Schlimme ist ja, uns nützt ja Fischfleisch noch nicht mal was, weil wir können es ja nicht verarbeiten. Ja, du kannst es so essen, das ist gar nicht so schlimm. Ja, aber das macht da keinen Sinn. Man fängt da keine Fische, um die roh zu fressen. Sushi. Da muss muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man das irgendwie herstellen kann. Mal bestimmt später irgendwie, oder? In irgendeinem anderen Topf bestimmt. Oder was weiß ich. Ja. Mich würde ja mal interessieren, das hat ja immer noch keine Beantwortung oder konnte ja noch keine beantworten, ob die direkt Tiere in der Nähe brauchen, die fallen, oder ob die irgendwie einfach nur Futter generieren. Also wenn ich zum Beispiel so eine Steinfalle baue, hier die Kleintiere tötet, das hilft mir ja nicht, wenn da irgendwie noch Paras rumlatschen. Boah, ist da viel Kacke in dem Dodo. Der Arme. Ja, also Menschenkacke schmeiß ich mal weg, ne? Ja. Oder war irgendwas anderes bei noch? Jo. Ist schon wieder Kacke. Medium. Immer her damit. Ja, mit der Kacke. Und hier rennt noch ein Para rum. Level 36. Ja, den wollte ich gerade töten, aber ich hatte gerade keine Waffe mit. Achso. Oh, ich habe auch gar keine Fork mehr. Weil ich hatte die extra ausgeladen, damit ich losrennen kann. Ach nee, die Forks sind kaputt gegangen, stimmt. Mhm. Da war ja was. Wenn wir noch ein bisschen Holz, kann ich ja mal ein paar neue machen. Ja, das wäre ganz geil. Ich habe irgendwie gar keine mehr. Ich weiß gar nicht, wann die letzte kaputt gegangen ist. Ich glaube vorhin beim Para. Weil 10 Punkte am Anfang gerade für eine Falle ausgeben, ist schon echt teuer, ey. Mhm. Die Frage, ob es hier lohnen würde, ne? Man weiß es ja nicht. Mhm. Ich weiß ja nicht, was. Slingshot habe ich jetzt mal reingepackt hier, mittlere Kiste. Aber mal eine nehme ich mir selber mit. Hier sind noch Dinger drin. Brauchen wir jetzt reingelegt. Noch Kacke eigentlich? Nee, Hammer. Haben wir genug. Also die Medium brauchen wir nur noch. Welche? Die Medium von den Paras. Ich habe einmal Medium noch mit. Oder Large. Achso, der Futtertuch. Bolas kannst du auch noch ein paar herstellen, wenn du noch hast, Hiro. Ich habe Bolas auch gelernt vorhin noch. Ja, oder einer von euch beiden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die zu bauen und zu verwenden für die Viecher, damit man die einfach vernünftig getötet bekommt. Ja. Müssen wir halt auch Fiber farmen. Müssen wir sowieso. Können wir ja mal machen. Ja. So, Medium hier. Das kann ich. Und das kann auch ich. Hm. Aber es scheint auch irgendwie keiner zu wissen hier. Zumindest, wo sind die Profis, Leute? Zumindest hat es noch keiner geschrieben. Es würde mich echt mal interessieren, ob man wirklich da Viecher in der Nähe braucht. Weil zum Beispiel beim Angeln braucht man ja auch Fische.
Und wo stellt man die komischen Fallen auf? Und wenn die nur Dodos töten, dann hilft uns das ja auch nicht, wenn das Fleisch nicht verwertbar ist. Wenn die einfach so Fleisch generieren, wäre das ja was anderes. Aber wir wissen es halt nicht. Oh ja, Lena, da hast du recht. Also das ist wirklich geil mit den ganzen neuen Sachen. Also man muss natürlich schon mal ein bisschen ausprobieren. Einfach weil halt so viele Sachen unbekannt sind, aber ist schon echt cool. Ach, schade. So, haben die Dodos jetzt hier ein eigenes Gehege. Oh, cool. Oh, das sieht ja gut aus. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich geil. Das ist ja echt geil. Zum Futterdruck kommt man auch noch. Sehr schön. Da freuen die sich aber riesig drüber, das heißt, ja? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass man die Dinger vielleicht in die Foundation ranbasteln kann, aber es geht leider nicht. Hm. Die kann man nur auf dem Boden bauen. Aber das macht nichts. Sieht auch so cool aus. Mal alles hier fotografieren. So. Hier rum wieder unterwegs. Diesen Sound hier ausstellen. Da lerne ich das Sound. Der gute Steam-Sound. Ich lerne jetzt nochmal ein paar von diesen Wänden hier. Mach mal. Dann können wir es schön haben. Ich sammle jetzt hier Fiber. Eine Lumber Station haben wir ja schon zu liegen. Das heißt, wir können auf jeden Fall Bretter einstellen. Wir haben keinen Limestone, richtig? Ja. Lumberdor. Lumberchair. Sloped Lumber Glass Wall Left. Okay, alles klar. Könnte ich rein theoretisch schon lernen. Wahrscheinlich brauchen wir Kristalle für. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So, ganz spontan. What is Primitive Plus? Ja, dann erzähl mal. Eine Mod. Stonewall. Ich weiß ja gar nicht, was sie insgesamt von der Haltbarkeit her haben. Also ist das vergleichbar mit Stein, dieses komische Zeug? Woodplank, also, Limestone. Eigentlich schon. Also normalerweise schon. Limestone ist schon so eine Sache, ne? Also kriegt man hier auch so spontan nicht ran. Wobei wir ganz kurz gucken. Wir könnten, also Metall könnten wir rankarren. Wir brauchen bloß ein Floß. Ist noch ein Dodo. Wenn wir ein Floß bauen, können wir Metall farmen. Weil unten rechts auf der Insel, auf dieser Heavy Worn Insel, da wo die ganzen Pflanzenfresser rumtonen, da ist ja Metall drauf und gar nicht mal so wenig. Das heißt, wir könnten einen Ausflug hinmachen und Metall farmen. Was kostet denn ein Punkt, ein Floß? 11, glaube ich. Left. 11, ja. Oh, ein Para-Ei. Aber gelernt hast du das noch nicht? Nee, ich hab's noch nicht, nee. Könnte ich ja mal machen. Gut, Hallöchen, Zuckerfuß. Aber zumindest noch 33 Punkte. Ich bin echt noch so hin und her gerissen, ob ich mal diese scheiß Falle lerne, ey. Ach komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ich rock das ja voll, wer weiß. Na, 250 Wood, 125, 75 Hide brauchen wir nur dafür. Na, irgendwer meinte vorhin, es lohnt sich mit den Fallen. Aber mich wundert es halt, dass man das Fischgedöns nicht verwenden kann. Fisch. Ich baue mal die Fischfalle, obwohl die halt auch irgendwie auf dem Boden rumliegt, ich weiß auch nicht warum. So, was brauchen wir denn hier? Fiber ist halt das Problem. Defense. Nein, ich sammle gerade schon. Auch schon dabei. Ist aber noch nicht so viel dabei. Kommt von da alles Fish raus. Fishtrap kann man Menschen Fiber und kleine Kreaturen lahmlegen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Warum Menschen? Das ist eine Fischfalle.
Das ist natürlich die Frage, Cooking, wo man hier dieses, hier, warte mal, was brauchen wir denn dafür? Ich kann es gerade nicht lesen, weil es oben drüber steht. Ah, hier braucht man Dodo-Fleisch für, alles klar. Für die Köder hier, für die Falle. Ja, perfekt, wissen wir schon mal, warum es das gibt. Ich habe sogar ein Dodo-Fleisch. Bringt das was? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, also die Frage ist natürlich, Moment, ah, cool. Geil sehen die schon aus. Die Frage ist nur. Sieht aus wie ein Wäschekorb. Eine Reuse. Umgefallener. Ja, so sehen die aus, ne? Ja. Kennt man vom guten alten Age of Empires. Ist halt die Frage, lohnt sich das? Also kann man das einfach direkt hier hinbauen oder? Komm, also ein bisschen ins Wasser eigentlich. Ne? Ja, die ist ja schon im Wasser. Die schwimmen dann rein und kommen nicht mehr raus. Theoretisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da nach der Zeit halt einfach was drin ist. Also ja, kannst du. Ach, hau doch mal hier so ein Dings rein, so. Poultry. Ja, du musst das bauen, oder nicht? Dieses ja, das liegt auf dem Boden. Im Wasser. Ich meine, diesen Köder muss man auch nochmal bauen. Ach so, ja, genau. Ich kann ja das Fleisch hergeben. Ich glaube, ich kann das hier direkt herstellen. Danke. Jo. Bin mal gespannt, wo ist es? Da. Ja, geil. Genauso sehen die Dinger aus. Wo habt ihr denn jetzt kleinen gebaut? Stil, ne? Hier im Wasser direkt. Moment. Hast du jetzt schon drin? Nee, ja, ich hab's schon reingebaut. Da hat sich ja nichts verändert, leider. Ja, ach so, okay. Na, das ist ja geil. Mal gucken kommen. Ah. Sehr lustig, ja. Na, wir müssen mal oh, rauf. Da ist jetzt schon was drin. Ja, das ist der Fischköder. Ach so. Das ist der Köder. Ja, der Bait, okay. Oh, ich ersaufe. Wir müssen halt nur dann gucken, ob da irgendwie gleich direkt was drin spawnt. Hier ist ein Para. Komm mal hier, renn mal die Spikes. Renn mal die Spikes. Nein, nicht dahin. Das sind keine Spikes, du dummes Vieh. Scheiße, kein Speer mit. Na, ich hab noch meine Schleuder mit. Ja, die hilft auch nicht. Boah, ist ja schnell unterwegs. Ja. Treffe ich ihn von hier? Bolan und weg das Viech. Ja, wenn man keine Bolan hat. Über irgendwo ein Dodo. Hast du noch Waffen gebaut jetzt, Hiro? Ja, da ist ordentlich was drin. Ich habe ihn gefangen. Cool. Eine Schleuder ist auch drin für jeden. Oh, sehr schön. Da sind Forks drin. Nehmen wir mal 5 Stück mit. Ach, scheiße, muss ich auch noch. Mal ein bisschen mehr gebaut. Ja, Age of Empires ist auch so ein klassischer Spiel. Wobei ich Teil 3 nicht mehr ganz so geil fand, aber die ersten beiden Teile waren richtig klasse. Ja, Teil 3 fand ich auch irgendwie kacke mit diesem Zug und Wegen und komischen Camps und so. War alles schon wieder das Rad neu erfinden wollen. So. Ja. Muss man halt nicht. Habt ihr den Para erwischt? Ah, da vorne sind Dodos. Na, Hiro hat den erwischt, ja. Para habe ich schon zerlegt. Ganz viele Dodos. Dodo-Fleisch. Jetzt kann man es wirklich gebrauchen. No. Level 100, Weibchen. Da können die wir gezähnt haben, sich ja glücklich schätzen. Die anderen haben echt die Ark-Karte. Die Ark-Karte? Die Ark-Karte, ja. Die hatte nur Federn, das ist schade. Hallo Dodos, ich bin's. Euer Untergang. Ich weiß noch, wie ich früher bei Age of Empires, das war so geil. Damit habe ich so richtig angefangen zu zocken eigentlich. So richtig gesuchtet. Ich habe Age of Empires nie gespielt. Mein Bruder hat nach Hause gekommen nach der Schule und dann haben wir uns erstmal geprügelt, wer zuerst zocken darf. Ich habe das echt nie gespielt. Ja, damals war ich gerade irgendwie auf dem Lehrgang, da haben wir das zusammen da ein Kumpel vom Rechner gezockt. Da waren wir da und haben mal gezockt. Zusammen abends. Ja, das Bier. Kann man auch einfach gut zusammen zocken, obwohl es eigentlich halt guckt halt einer zu, ne? Das macht nichts, aber kannst du einfach so. Coole Sachen, irgendwie. Generell war es früher gar kein Problem, einfach daneben zu sitzen, zuzugucken. Ich meine, was ist ein Stream? Auch nichts anderes, ja.